Konnichiwa, Twitches. Läuft die Aufnahme überhaupt? Die Aufnahme läuft. Moin. Ja, wir haben ein Problem mit unserem Vater. Deswegen gehen wir den jetzt manipulieren. Der hat ja wohl den Stecker im Ohr, den wir ihm gegeben haben, ne? Weil wir haben den ja nicht mehr. Weiß gar nicht, ob der überhaupt klopf, einen Inventar klopf. Hat. Hm, du schon wieder? Was? Die Wanze kitzelt. Keine Sorge. Solange du dir das Ohr gewaschen hast, besteht auch keine Gefahr, dass sie es mit einem Wanzenklo verwechselt. Na dann. Ich müsste mir mal dein Funkgerät ausborgen. Niemals. Ach, komm schon, von Dichter zu Dichter. Ich bin Dichter. Du hingegen bist nicht einmal ganz dicht. Aber... Nein. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Er ist ein echter Menschenfreund, man merkt das schon. Geben wir ihm halt die Memo. Brain. Brain. Was ist? Du, ich hab ja noch was gefunden. Ein letztes. Nein. Kleines. Sag es nicht. Memo. Ich brauche ein... Funkgerät? Diktierst du ihm diese Memos eigentlich? Lenk nicht ab und her mit dem Funkgerät. Schön. Wozu hattest du das eigentlich? Sag ich nicht. Soll ich erst ein Memo holen, auf dem ich brauche Geheimnisse steht? Börsennews. Also Crane. Also sowas. Okay, und was machen wir damit? Hallo? Paps? Rufus, bist du das? Geh sofort aus der Leitung. Ich erwarte einen Funkspruch von meinem Suff. Geh einfach aus der Leitung, okay? Du störst. Wie schon damals. Ich meine, hier gibt's ja jetzt... Nein, oh Gott, wir haben ihm alles weggenommen. Er ist nur noch er. Klopf, klopf. Ja, ja, ja. Du kann er uns vielleicht helfen? Nö. Mach's gut. Gelassen. Ja, ja. Jetzt lasse ich dich wirklich allein. Tschüss, Crane. Aber warum lässt Rufus sich denn so leicht aus der Leitung schmeißen? Das ist doch... Kann ich nicht irgendwie... Rufus, wir wollen hier in Ruhe essen. Kannst du das nicht einfach akzeptieren? Aber du hast die Lady gehört. Jemand einen Tipp? Brauchen wir jetzt nochmal irgendeinen... Moment mal. Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Nur einen ausgefeilten... Gut, es hätte ja sein können, dass wir ihm einfach die die Fabeltier-Schniebel... Was? Die Fabeltier-Schniebel. Oh Gott. Die Schnabeltier-Fiebel vorlesen, um die Leitung zu blockieren. Erstmal aufs Sofa gechillt und eine gedämpft. Ja, das ist gut. Oh, dämpfen. Da oben waren wir schon. Guck mal hier noch. Das da haben wir auch alles durch. Haben wir Gold und Siegel? Grußkarten. Vielleicht was von den Grußkarten? Zu dem vorlesen? Thema gibt es ja keine Grußkarte. So ein Glück. Gib ihm die Funke. Habe ich doch gerade gemacht. Ach, soll ihm die Funke geben? Ey, pst. Du kennst dich doch mit Poesie aus, richtig? Aber ja, eines meiner Schnabeltier-Gedichte hat es sogar auf Seite 3 von Schnabeltier Daily geschafft. Ich sehe schon, ich bin an der richtigen Adresse. Hier. Was ist das? Ein Funkgerät? Ja, das wirst du brauchen. Es geht um eine romantische Angelegenheit. Schnabeltier-Romantik oder Menschenromantik? Es geht los. Zum krönenden Abschluss habe ich etwas ganz Besonderes vorbereitet. Ein Gedicht zu ihren Ehren. Okay, es ist soweit. Das Gedicht. Wie mein? Das Gedicht.
Na los, das war der Einsatz. Oh, da habe ich genau das Richtige. Gib alles. Dein Anblick ist mir ein Pläsier. Sein Grinsen. Du siehst aus wie ein Schnabeltier? Oh oh. Ah, geht's? Was? Hey, warte, ich... Du hattest recht, Rufus. Segal ist ein Idiot. Es war sehr nobel von dir, dass du mich vor ihm warnen wolltest. Danke. Die haben Frühling. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Rufus. Dein Adoptivvater mag weltmännisch tun, aber in Wirklichkeit ist er ein subilluminierter Zerebralpygmäe. Nur ohne Streifen. Jetzt muss ich nur noch die beiden anderen Facetten von dir überzeugen. Das kriegst du schon hin. Ich muss es wissen. Immerhin sind die anderen ein Teil von mir. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus, nur dass du über echtes Rückgrat verfügst und nicht so verweichlicht bist. Stimmt. Aber sag ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg, irgendwie. Bing. Haben wir es jetzt geschafft? Haben wir es jetzt... Hallo? Achso. Haben wir es jetzt Lady Go mit den Gentleman-Manieren beeindrucken? Okay, die ist überredet, aber wir müssen... Warum müssen wir eigentlich alle überreden? Es ist doch immer nur eine da. Es langt doch, wenn eine sagt, ja, okay, mach ich, die setzt sich in den Stuhl und dann verstehe ich nicht. Gut, aber dann haben wir hier zumindest schon mal, wir haben ein Drittel des Spiels, dieses Spielabschnitts geschafft. Fabeltier Schniebel. Ich glaube, ich ändere das Hashtag in Schnabel, nee, Fabeltier Schniebel. Finde ich schön. Okay. Wir müssen Mitglied beim Widerstand werden. Dazu müssen wir den... Hinweis? Dazu müssen wir den Widerstand erstmal finden. Wo ist der denn? An Bord des Tauchboots gelangen. Turnierhand besorgen. Aber das führt doch dazu, dass wir Mitglied beim Widerstand werden. Und dann... Wir können zum Tauchboot gucken. Was haben wir hier? Wir brauchen einen guten Anmachspruch. Was ist ein Hinweis? Aha. Okay. Müssen wir mit Boso reden etwa? Hallo, Boso. Ah, Rufus. Was liegt an? Was wolltest du vorhin sagen? Ging es um ein ganz spezielles Entermanöver? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Mal wieder. Ach, mach mir doch nichts vor. Ihr Piraten seid doch alle gleich. In jedem Hafen eine. Und ständig auf der Suche nach neuen Häfen, nicht wahr? In keinster Weise. Obwohl... Ha, wusste ich's doch. Meine Bambina wohnt hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich zählt. Wir waren nur 2 Tage zusammen und... Und sie hat dich abblitzen lassen. Und sie hat mir die ganze Zeit eine Pistole an den Kopf gehalten. Nö, das zählt schon. Hallo Basti, was machst du hier? Musst du nicht Minecraft rumfliegen? Und tschüss Snickers und ich muss mal kurz husten. Hallo. Ich glaube, Krawallgol steht auf mich. Krawallgol? Ja, weil sie echt was drauf hat, verstehst du? Scheinbar ist ihr ganzes Temperament auf einer Datasette gelandet. Oh je, dann sei lieber vorsichtig. Glaub mir, ich kenne die Sorte Frau. Wenn man weiß, wie man mit ihnen umgehen muss, können sie ganz zahm und verspielt sein. Aber eine falsche Bewegung, ein falsches Wort... Und sie fahren ihre Krallen aus. Ich muss ihr jetzt aber keinen Kratzbaum kaufen, oder? Das Einzige, was hilft, sind die richtigen Worte. Bei meiner Bambina war es genau so. Ich musste nur den einen entscheidenden Satz sagen und zack, schon wurde aus dem Tiger ein zahmes Hauskätzchen. Warum seid ihr dann nicht mehr zusammen? Naja, ich wurde heiser und sie kam schneller an den Waffenschrank als ich zur Tür. Oh.
Ihr macht mal weiter. Ja, viel Spaß, nicht? Cats! Noch mehr Katzen für die Schublade. Vielen Dank fürs Trollhorn. Willkommen in selbiger, flauschiger Schubladenkaste. Kaste? Sind wir hier bei den Hinduisten? Nein. Nein, wir fangen jetzt nicht mit Religion an. Wie lauten denn diese mysteriösen Worte, mit denen man temperamentvolle Frauen bändigen kann? Vergiss es, Rufus. Diese Worte haben schon genug Schmerz verursacht. Aber mittlerweile muss die Wunde in deinem Herzen doch wieder verheilt sein. Es geht hier nicht nur um mein Herz, Rufus, sondern auch um mein Schultergelenk, ein Bein und den linken Lungenflügel. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Okay, wir machen in 20 Minuten, glaube ich, haue ich noch die Key raus in der nächsten Pause dann. Das ist so der Hinweis für YouTube, mal auf Twitch reinzugucken. Ab und zu gibt's Geschenke. Ich glaube, Baby Goal steht auf mich. Baby Goal? Ja, weil sie echt süß ist und so. Dummerweise ist sie auch sehr gutgläubig. Na, dann hast du doch freie Bahn. Geh zu ihr und sprich sie an. Och, weiß nicht. Ich glaube, Lady Goal steht auf mich. Lady Goal? Ja, sie ist echt vom Allerfeinsten. Eine richtige Klassefrau, so mit Stil und großen, Etiketten. Etikette? Ich werde sie mit meinen Gentleman-Manieren noch schwer beeindrucken. Meinst du nicht, dass du dir da vorher ein paar Tipps holen solltest? Sprich doch einfach mal mit Ziegal. Der wohnt in der Oberstadt. Wenn dir einer weiterhelfen kann, dann er. Ja gut, das haben wir ja schon gemacht. Das ist ja, ne? Hallo, Baume. Na? Erzähl mir mehr von deiner Bambina. Tja, sie ist die temperamentvollste Frau, die ich kenne. Ihr gehört der Waffenladen in Klein-Venedig. Ein echtes Mordsweib. Auch wenn sie nie verurteilt wurde. Es ist schon eine Weile her. Da habe ich mein Herz an sie verloren. Gott sei Dank hatte Doc noch ein Spenderherz auf Lager. Ich finde, du solltest deiner Bambina mal einen Besuch abstatten. Was? Nein, vergiss es. Ach komm schon, sie klingt echt scharf. Könnte dir die Kehle aufschneiden und würde. Bist du jetzt ein Pirat oder so ein Piro? Zum 100. Mal. Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch kein Interesse, mich andauernd von dir in irgendwelche Abenteuer verstricken zu lassen. Ich mochte mein Leben, wie es war, bevor wir uns getroffen haben. Ruhe, Frieden, Gemächlichkeit. Kaperfahrten, Seeschlachten, Meutereien, Ermordung der Erstgeborenen. Sonntagsnachmittagsspaziergänge, Gartenausstellungen. Brandschatzen, Kielholen, Schatzsuchen, Kreuzigungen. Na verdammt, Rufus. Nicht jeder mag Konflikte und ich schon gar nicht. Magst du doch. Nein, mag ich nicht. Magst du doch. Nein und nochmals nein. Doch, 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 doch. Im Gegenteil, ich scheue Konflikte, ich... Okay, ich gebe auf. Ha, wusste ich's doch. Du stehst immer noch auf sie, nicht wahr? Ich werde mal bei ihr vorbeischauen. Triff mich in Klein-Venedig vor dem Waffenladen, okay? Ich werde seelischen Beistand brauchen und medizinischen. Schon klar, du alter Haudegen. Ulala. Was macht denn jetzt? Ja, stimmt, oben geht's ja raus. Baume und Trollen, höre ich da Pineview Drive? Nö, heute nicht. Montag wieder. Können wir die Tasse mitnehmen? Nö. Können wir nicht. Na gut. Kann vielleicht mal jemand zum Basti rübergehen und ihm sagen, dass ich heute verheiratet wurde? Vielleicht kriegt er dann ja Panik und holt mich doch. Richtet ihm das mal aus. Mal gucken, was passiert. So, wo ist er hin zu seiner Eulen? Wo war die denn? War es nicht hier? Nee. Zum Waffenladen, genau. Oh, er hat den gleichen Anzug an wie Rufus bei seinem Nicht-Date. Warum sitzt er denn da so geknickt? Wer hätte gedacht, dass sich unter dieser rauen Schale ein dermaßen alberner Sofabezug versteckt? Hab den ganzen Tag auf YouTube die bisherigen Deponia-Folgen geschaut und mich gerade voll gefreut, als ich gesehen habe, dass du gerade streamst. Ja, passt, ne? Hallo, Boso. Ah, Rufus, da bist du ja. Bleiben Sie, wo Sie sind. Mein Optiker kann Karate. Aber Rufus, ich bin es doch, Boso. Siehst du behämmert? Gut aus.
Meinst du nicht, dass der Hut ein dickes Gesicht macht? Außerdem zwicken die Rüschen im Schritt. Das gehört so. Genau richtig für ein Date. Rieche ich da sogar Aftershave? Das ist Anti-Wolf-Spray. Gut, dann denkt jemand mit. Es kann losgehen. Ich weiß nicht. Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Trollhaut. Willkommen in der Schublade, Schoko. Oh, Schoko. Ich hab gerade irgendwie Bock auf alles. Warte mal, wer trinkt hier Johnny Walker? Ich hab Bock auf Midea. Vielen Dank fürs Trollhauen. Und willkommen in der Schublade. Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Und warum wird mir das hier nicht angezeigt? Hauptsache, ihr kriegt den Alarm. Und alle kriegen es mit und ihr werdet zelebriert. Mit einem schönen Vektorherz im Hintergrund. Und Handherz und überhaupt. Was? Hat nicht mal erwähnt, dass er verlobt ist. Boah. Also. Aber ich bin ja schon wieder geschieden. Ich wurde ja fälschlicherweise verheiratet und deswegen bin ich jetzt wieder geschieden. Gemein, der will mich ja gar nicht. Na klar, das wird super. Das letzte Mal, als du das gesagt hast, bin ich auf einen Riff gelaufen. Aber der Ausblick war doch einmalig. Komm schon, Riesenbaby. Herrje, worauf habe ich mich da eingelassen? Oh oh. Verfluchte Gören! Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ich euren Opa nicht erschossen habe? Zumindest nicht! Was? Oso? Bist du es wirklich? Nein. Los, komm rein! Ich will nicht schon wieder die Leiche eines Lärmschutzbeauftragten im Kanale entsorgen müssen. Komm schon! Und jetzt verrätst du mir, wo du die ganze Zeit gewesen bist. Ich war unterwegs und, was hast du mit der Machete vor? Jetzt beruhig dich doch. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Oh. Komm schon, Bambina. Du weißt doch genau, wie das läuft. Erst bist du wütend, aber sobald ich diesen einen Satz sage, was ist das? Bei dem Lärm versteht man ja sein eigenes Wort nicht. Ich denke, es ist besser, du gehst jetzt. Aber... Raus, sofort! Hallo, Kahn. Tja, ich hab dir doch gesagt, dass... Psst, ich hör da was. Ach nein, Waschlappen können ja gar nicht sprechen. Ja, was ist denn da jetzt los? Also das Ding war folgendes. Wobei, ich erzähle das lieber in der Pause. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... Dass jetzt alles von vorne du schon los. Wieder? Los, komm rein! Komm schon! Ja, es geht alles von vorne los. Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Yep, 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 yep. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Ja, ja, kann ich das wegmachen? Das ist ganz arg schrecklich. Ich glaube, wir müssen ihm die Notenblätter wegnehmen, ha? Ah!
la 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 la. Ah, ich sehe. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Ja, ja. Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Bozo hat einen Schuss. Bozo hat einen Schuss. Bozo hat einen Schuss, yeah. Was? Ja, Bozo. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Dann kriegen wir es schon noch hin. Was machen wir hier noch gleich? Das frage ich mich langsam auch. Die Idee war wohl, dass ich versuche, mich mit meiner Bambina zu versöhnen. Das kann ja nur in die Hose gehen bei deinen Seeräubermanieren. Eigentlich weiß ich genau, was ich ihr sagen muss. Ich mache mir mehr Sorgen um ihre Manieren. Das letzte Mal hat sie mit einer Axt nach mir geworfen. Verstehe. Daher auch das Holzbein. Was für ein Holzbein denn? Haha, so kenne ich meinen Piraten. Welches Holzbein? Welche Haken hat? Mit der Augenklappe kannst du sie eh nicht sehen, nicht wahr? Versuchst du mir etwa, wenn auch auf ziemlich bizarre Weise, Mut zu machen? Ah. Ach, ich weiß nicht so recht. Du hast es einfach nicht drauf. Ich konnte nichts dafür. Das war dieser Gondoliero. Sein Gedudel hat die ganze romantische Stimmung kaputt gemacht. Ja. Hoffentlich taucht er nicht noch einmal auf. Sollen ihn die Schrottkrabben holen? Genau. Was für Dinger? Na, Schrottkrabben. Das sind diese Parasiten, die sich im Treibgut einnisten. Die Biester sind eine richtige Plage. Man sagt, sie seien an Bord irgendwelcher Transportkisten auf den schwimmenden Schwarzmarkt gelangt. Ach so, du meinst Schrottkrabben. Vergiss die Viecher. Wer braucht schon eine Parasitenplage, wenn er Rufus hat? Kümmer du dich mal um deine Bambina. Um diesen Gondoliere kümmere ich mich. Meinst du wirklich, dass sich dieser ganze Aufwand lohnt? Der Nightbot schon wieder abgehauen, den holen wir in 10 Minuten wieder. So. Eigentlich habe ich gerade was Besseres zu tun. Kein Problem. Dann warte ich hier noch einen Augenblick. Nutz doch die Zeit, um über deine Fehler nachzudenken. Ja, das Pörtchen ist halt etwas scheu. Erst war er weg. Also erst ging er gar nicht, dann war er da, dann hat er Sachen gemacht, die ich gar nicht so wollte. So, okay, Moment. Mal kurz sammeln. Wo war der Typ? Nee, nicht Klein Venedig. Am Hafen? Ja, genau hier war der Dude. Notenständer, Gondoliero. Können wir vielleicht ihm so die Noten wegangeln, dass der die Klappe hält, wenn der da vorbeifährt? Es ist schwer zu glauben, aber er singt wirklich nach Noten. Okay, es hat mit dem Fisch nichts zu tun. Also ich weiß noch, dass das irgendwas mit dem Ding da drinnen zu tun hat. Vielleicht müssen wir ja erst von da unten, von dem hier. Hey! Ach ja? Mit dem Fuß aufstampfen und mein erstgeborenes Kind stehlen? An deiner Stelle würde ich mein Maul nicht so aufreißen. Ich bin in der richtigen Höhe, um dein erstgeborenes Kind pränatal abzutreiben. Ich muss mal weiter. Ich bekomme Nackenschmerzen, wenn ich zu lange nach unten gucke. Okay, warte mal. Ich weiß, weil da ja Schrottkrabben sind. Brauchen wir das da? Dann drücken wir den Knopf und dann legt er nämlich die Noten dahin. So. Aber wie komme ich jetzt da ran? Müssen wir es vielleicht wieder dunkel machen? Wenn ich den Zucker noch habe, vielleicht muss ich den wieder in den... Und dann kann ich ihm die heimlich vor der Nase wegmopsen? War das so? Nein, Baume, das ist ruckelt, liegt an deinem Lutschernetz. So, jetzt ist da dunkel. Ja, jetzt ist er eingeschlafen. Geil, das funktioniert. Oh, aua. Nichts passiert. Dann ist ja gut. Und jetzt leise. Hab's. Yes. Okay, das ist gut. Dann gehe ich mal wieder raus.
Muss ich mal wieder den Hamster im Router füttern. Brainy, oh hi! Ne? So, und jetzt tun wir das auf den Notenständer. Vielleicht geht das ja so. Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Magnifico! Endlich eine Canzone! Molto romantico! Und solange sind keine Schrottkrabben in die Nähe, ist non pericoloso. Ich glaube, das war so. Mille grazie. Mille grazie. Okay. Marktplatz. War das richtig? Docs Werkstatt? In den Hafen? Zum Apotheken? Nee. Ach, das ist so verwirrend. Nee. Doc. Klein Venedig. Industriegebiet? Nee. Ach doch, fast. Fast richtig. Schön. Dann lassen wir ihn das doch nochmal versuchen. Oh je, Rufus. Glaubst du? Oh nein. Halt. Eigentlich habe ich keinen. Nutz doch. Müssen wir hier aufmachen, dass die Hallo. Da... Hallo! Hä? Okay, nein. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Hey, Waker. Bist du krank? Wenn ja, dann gute Besserung. Und wenn es dir einfach nur so schlecht geht, dann auch. Oh Mann. So. Probier's nochmal. Los, komm. Hier skippen wir es jetzt durch. Der Hausierer. Bla bla bla. Oh, du bist es. Ja, komm rein, ich hasse dich. Blablabla. Komm schon. Ja. Du hast Nerven hier nochmal. Sie trifft auch immer dieselben Stellen. Ich bin ne? wie ein Bumerang. Moment, Blackie. Das war kein Vorschlag. Mhm. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht? Muss nur. Ja. Hörst du die Geräusche? Wenn ich mich nicht täusche, sind Schrappraben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tour. Getrappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre, sind Schrottkrabben im Tempelgraf. Dahin ist mein Schlaf. Jawohl. So, jetzt wieder drin. Nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Was? Pizzaschleif? Oh, schwere Grippe. Oh, scheiße. Dann... Du bist bestimmt eingepackt und trinkst viel. Trink Ingwertee oder Kamillentee ist beste. So, wenn ich das jetzt aufmache. Ich hab sie. Was hast du? Was hast du denn? Also jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir hier Schrottkrabben drinne. Ach, jetzt sind die da eingesperrt oder was? Na, ihr kleinen Wusels, genießt ihr euer neues Zuhause? Zuhause? Was ist das? Okay, ich weiß jetzt, dass sie da sind, aber was ich mit denen anstellen soll, weiß ich noch nicht so wirklich. Habt ihr vielleicht Hunger? Na, ihr kleinen Wusels, Hunger auf Schrott? Das war's. Die Fütterungszeit ist beendet. Na gut. Was? Pizzaschleife ist gleich Blätterteigstrudel mit Mozzarella, Tomatensalami. Halt die Klappe, ich hab Hunger. Kann es sein, dass wir die woanders später hinlotsen müssen. Aber wie kommen wir denn dann hier weiter? Ich guck noch mal ganz kurz. In Erfahrung bringen wir die hemdbrunnenvolle Frau weiß. Was uns noch nicht hierhin führt. Und ich verstehe noch nicht so ganz. Brusos Satz in Erfahrung bringen. Dann haben wir nämlich einen guten Anmachspruch, den wir dann bei der Wall-Goal anwenden können. Den Gondoliere loswerden. Loswerden.
loswerden. Ist denn da, wo der ist? Ist denn da... Wo war das denn? In den Hafen. Ist denn da auch so ein Rohr? Ja, nö. Wo gibt's denn solche Rohre? Hier ist keins. Hier haben wir eins, das weiß ich ja. Vor Docs Werkstatt. Hier ist... sollen die vielleicht... Müssen wir die in die Kiste tun? Ich weiß es nicht. Ich werde an der Stelle auch erstmal einen Cut für YouTube reintun, weil ich langsam mal ein Päuschen brauche. Eine Popelpause. Ne, man hört's, muss dringend popeln. YouTube sieht mich beim nächsten Mal. Bis dann. Wir singen.